Hallo und willkommen zu Hearthstone und zum dieswöchigen Kartenchaos Woche 21. Und in dieser Woche ist das Kartenchaos, was vor einiger Zeit schon gedatamined wurde. Und zwar alle gegen Mechazoid. Mechazod, ihr seid Ritzelmeister Mechazod gewachsen. Ach, seid ihr Ritzelmeister Mechazod gewachsen? Schließt euch mit einem anderen Spieler zusammen und findet heraus, in diesem Kartenchaos heißt es 2 gegen 1. Wieder eine klasse Karte und go. Ja, und scheinbar, ach, das ist random. Es wäre ja cool, wenn man da zusammen mit einem Buddy. Gibt es das hier die Option? Oh. Okay, gerade weil ich wahrscheinlich in der Suche bin, geht das nicht. Ansonsten hätte ich vielleicht mal geguckt, ob man im Kartenkoster da vielleicht kicken kann. Was auch komisch, also gibt es scheinbar. Hä? Wird den Sieg bringen. Hä? Ich bin doch jetzt auf dem Kartenchaos. Oder nicht? Okay. Habe ich das jetzt falsch verstanden? What? Ach so, der kämpft gegen uns beide. Aha. Er ist jetzt bloß beim Gegner auf dem Board. Ach so, der switcht hier immer hin und her. Aha. Okay. Und quasi wir beide haben verloren, wenn einer von uns beiden stirbt. Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Aua. Aber er tankt ja auch, das ist ja cool. Wir sollten vielleicht hier den Arkan-Golem spielen, damit er Mana mehr kriegt. Jetzt kriegt er schon 4 Damage. Eieieiei. Also die Decks sind auch schon irgendwie so ausgelegt, dass sie. Oh, alter Schwede. Leroy bringt jetzt gar nichts. Alter Schwede. Das, wir machen es nicht mehr lange. So, Gottes Schild, okay. Aua. Oh, der fügt den Schaden, den er als Angriff hat, zu. Wie viele Finger zeige ich? Aber nicht genug Mana. Ah, nicht genug Mana, shit. Oh, alter Schwede. hä? Oh, okay, das war sein Turn. Wird der jetzt vom Heilbrunnen geheilt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich denke mal, ich sollte jetzt nächste Runde hier Karte ziehen. Oh, come on. So. So, dann als erstes Mana. Dann Karte ziehen. So, dann machen wir. Lass uns mal gucken.
Er hat 8. Wir müssen auf jeden Fall Karten ziehen. Alter, was? Das ist zu übel, ey, der Damage, ey. Wir haben, wahrscheinlich wäre das mit eigen erstellten Decks zu einfach. So, Karten. Damage. Wir spielen die Stack wahrscheinlich falsch. Ja. Ah, den Brunnen hätte ich vorher gebraucht. Oh fuck. Oh fuck. 10 Schaden macht er jetzt bei jedem Skill. Ey, wie sollst du dit? Nein, 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 nicht die Minions wegmachen. Aha, wenn der jetzt seine Dreierbombe wieder macht, dann. Jo, gleich. Oh, bitte keine Dreierbombe. Assassinate, okay. Auf Tyrion. So, ich heil jetzt auf 10. Oh, come on! Beide Heals weggehauen. Warte mal. Oh, jetzt macht er schon 12 Damage mit seinem Scheiß. Im Namen des Lichts. Aua. Aua. Wir haben jetzt 11 Schaden, theoretisch. So. Vierzehn. 17. 18. Reicht nicht. Nein! 32. Oh, das ist... Halt! Ihn! So. Stellt euch dem Licht. Na, warte mal. Nein! Fuck, okay, so.
Also eben gerade habe ich mit dem anderen Spieler da gerade den auf 35 Leben runtergehauen. Aber du wirst ja sehen, also die Mechanik ist eigentlich recht lustig. Welcher Gegner meinst du jetzt? Kommt gleich, kommt gleich. Also Ziel ist es quasi, dass wir beide überleben und den Typen, der da gerade gespawnt ist, wegzuhauen. Und der switcht nach der Runde immer die Seite. Also, ja, wisst ihr ja gleich sehen. Ich grüße euch. Und da kann ich jetzt auch schon vorgreifen, diesen Damage-Buff, den er gekriegt hat, der zählt auf alle seine Fähigkeiten, die er macht. Ich vermute mal, das Priester-Deck hat kein Shadow World Pain. Nee, also ich habe noch keins gesehen. Also das Priester-Deck, das hat hier sehr, sehr viele Trocks, also die sich dann gebufft werden. Denn hier halt diesen Garnisonskommandant, dann ein bisschen Card-Draw. Und was war noch? Ach ja, hier diese Vierer-Priesterkarte, die immer Schaden kriegt, wenn sie geheilt wird. Man sollte auch das Board nicht zu voll kloppen, habe ich festgestellt, weil der hat ein AOE-Attentat. Das macht er, glaube ich, so, also bei mir das letzte Mal bei 55 Lebenspunkten gemacht. Hat er meine komplette Seite, ich habe da glaube ich 7 Minions oder so gehabt, hat er komplett weggehauen. Okay. Aber dann hätte ich das Ding vielleicht nicht so gebufft, aber. Also ich hätte jetzt auch vorhanden Millhouse. Also wenn du irgendwie dicke Spells hast, sag Bescheid und dann spiele ich nämlich Ich Millhouse. habe zurzeit nur ein Blessing of Kings. Den müssten wir uns wahrscheinlich auch aufheben, weil du hast in deinem Deck auch einen Cho drin. Und da muss man auch aufpassen, der Boss, der hat eine Karte, die explizit Cho tötet. War das ja relativ harmlos? Ja, das sind ja bloß vier. Wenn das noch ein paar Runden weitergeht und der, sagen wir mal, 12 Schaden hat, dann macht jede Bombe 12 Schaden. Also Gut, ich werde jetzt mal mein Schwert mit Blessing of Kings buffen und den mal angreifen. No. Weiß nicht, ob das viel hilft, aber. Ja, er droppt wenigstens ein bisschen. Soll ich dein Schwert heilen oder dich lieber? Ich habe auch noch ein bisschen Heilung vorhanden, also. Ja, aber guck mal, seine Fähigkeit macht jetzt schon 6 Schaden, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich Ich denke könnte das Schwert heilen, dass das noch einen Angriff überlebt, oder ich könnte mich heilen. Ich glaube, ich werde nochmal eine Runde das Schwert heilen, damit das nochmal was auf die Reihe kriegt. Wie sieht's mit Spells aus? Wird sich's lohnen, Milhouse zu spielen, oder soll ich noch warten? Ich habe nur ein Blessing of Might zurzeit auf der Hand. So aggressiv hatte ich den noch gar nicht gehabt. Gut, ich habe auch erst 2 Spiele gespielt gegen den. Meine Augen sind offen.
Also auf jeden Fall so. Hast du noch wieder Spells gekriegt? Nee, ne? Nö. Aber ich habe nur ein bisschen Heilung, von daher kannst du auch dran denken, dich zu heilen. Oh shit. Ja. Huch. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, da ist Joe weg. Shit. Das Tier ist ein Wolpertinger aus WoW. Ich habe einen Blessed Champion. Ich könnte das ja mal auf dein Lightboard casten. Ja, dann sind wir bei 30 Damage. Ich habe nur ein Problem mit wegen Heilung, weil ich könnte alternativ auch noch mich um 6 heilen, dann könntest du deine nächste Heilung auf jeden Fall für dich benutzen. Mhm. Lasst mich nachdenken. Nein! Oh, der Cheater. Ja, aber dadurch, dass es jetzt ein Unentschieden war, kriegst du ja dein Pack, also von daher. Nochmal probieren oder reicht dir das? Ja. Weil ich würde ihn schon gerne mal besiegen. Oh, auch das erste Mal als Paladin jetzt. Ja gut, dann wäre es auch vielleicht sinnvoll, kleine Minions stehen zu lassen, wenn ich jetzt weiß, dass er so einen random Angriff hat, dann wäre es vielleicht sinnvoll, die Rekruten einfach stehen zu lassen, statt die da reinzujagen. Ja, wobei ich weiß nicht, ob sein Massen-Assassinate, ob das von seinen Lebenspunkten abhängt oder von der Anzahl der Minions, die auf dem Board sind. Also das müsste man vielleicht auch mal ausgucken. Naja, probieren. Ich habe jetzt zum Beispiel schon mal 2 Minibots auf der Hand, das ist schon mal super. Die kriegt er nicht so leicht weg. Na gut, mit dem Assassinate, aber ansonsten. Oh. Na, der ist auch ganz gefährlich. Der Minibot. Ja, aber man weiß ja nicht, was der für einen Kartenpool hat. Also, ja. Hat vielleicht 100 Assassinates und kann da immer schön was rausschleudern. Oh ja, nee, das ist das. Das ist auch ganz gefährlich. Oh, nee. Okay, jetzt bufft er sich selbst. Es kann auch sein, dass er eine bestimmte Rotation immer hat, die er einfach durchfährt. Also was weiß ich, in den ersten 2 Runden macht er Assassinate oder in der anderen Variation bufft er sich erst. Nimm ein paar Bananen. Oh. Mann, nicht mein Lightwell. Soll ich was bei dir buffen? Weiß nicht. Du könntest Smuggler buffen und dann könnt ihr ein bisschen auf den draufschlagen. Sag mal Bescheid, wenn du, wie heißt der Millhaus hast, weil ich habe nämlich gerade Joe gezogen. Dann könnten wir das nämlich vielleicht irgendwie kombinieren. Blessed Champion habe ich auch schon, also geht vielleicht was. Bam. Ah. Komisch, Troxo kriegt dadurch aber keinen Buff, wenn er Spells spielt. Ja, die Frage ist, ob das als Spell zählt, was er macht. Obwohl, ja, er greift ja nicht direkt als Minion an. Vielleicht ist das eine Heldenfähigkeit oder was er da einsetzt. Wer weiß. Oh.
bin mal gespannt, ob er den Trock, wenn er über, wenn er jetzt bei 8 Damage kommt, ob er ihn dann auch wieder assassinated. Weil ich kann mir vorstellen, dass er das auch ab einer bestimmten Angriffsgröße macht. Mhm. Also meinst du, ich sollte angreifen, bevor er auf die Idee kommt? Ja, aber dann wird er ja direkt sterben, ne? Dann hast du irgendwie nichts, um die Lebenspunkte zu erhöhen, oder? Nee, leider nicht. Ich habe auch leider kein Gottesschild auf der Hand. Ich warte mal noch eine Runde. Ja. Also ich könnte jetzt noch einmal Bananen und oder Blessed Champion casten als Spell. Ansonsten. Kannst du Blessed Champion auf Trock casten, dann kriegt er Buff und Gottes Schild. Blessed Champion? Das macht bloß Angriff verdoppeln. Achso. Wow, gut. Aber wenn das nach dem plus 2 durch den Zauber zählt, dann ist er auch schon mal nicht schlecht. Ja, okay. Dann probieren wir es einfach mal aus. Ja, okay, der bufft dann erst. Okay. Ich lasse die Minions mal so stehen, falls jetzt sein AOE kommt. Also ein random. Bumm. So. Ich bin gerade am Überlegen, das wäre vielleicht, dass man sich den Blessed Champion so lange aufhebt, bis man irgendwie einen Minion, was weiß ich, auf 30 oder so buffen kann. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es darauf hinausläuft, dass man den OTKen soll. Jetzt hätte ich ein Gottesschild gehabt, aber das hätte ja gegen Assassinate auch nichts gebracht. Ja. Ich kann nicht wirklich was spielen, also ich hätte Banane, Cho, Bolva, ungebufft, Wächter der Könige oder Gottesschild. Hast du irgendwie einen Spell oder so, damit sich Cho lohnt oder? Nee. Aber du kannst ja Cho spielen und selber einen Spell casten, dann kann ich dir den zurückschmeißen. Achso, na gut, dann spiele ich schon noch. Mana Buff. Was mir bei dem noch ein bisschen so fehlt, ist so diese Interaktion, die du hier so bei Raggi und so hattest am Anfang beim Kartenchaos. Dass sie vielleicht irgendwie so Sprüche ablassen. Also jetzt der Boss. Ja. Nein, Joe! Ja, jetzt habe ich Kings und Champion bekommen. Ich werde mich mal heilen und ja, einen kleinen spielen. Ich hätte jetzt auch noch ein Siegel des Champions, also wenn du irgendwie einen Minion hast, den ich Gottesschild in Angriff geben soll, ja, sag an. Und ein Gottesschild, so hätte ich auch. Champion würde sich vielleicht anbieten. Auf den Heiler oder? Also auf den heiligen Champion oder wo? Ja.
Ich werde mal ein paar Minions von mir reinwerfen. Vielleicht um den AOE rumzuspielen. Oh, jetzt kommt erstmal ein Heal für uns beide. So, zack. So. Oh, und ich wollte dem Lichtdingens noch ein Schild geben, damit er nicht stirbt. Den Wächter der Könige. Ach, ärgerlich. Ich hätte jetzt noch Banane und Kings, die wir nächste Runde auf einen heiligen Champion machen könnten. Und ein Gottesschild hätte ich auch, also... hoffen wir mal, dass er ihn nicht removed. Ja, ich mache mal noch ein bisschen Priest-Nonsense. Oh, ich hab Leeroy. Antreten. Oh, das könnte. Das ist es, glaube ich. Moment. Also. Banane, Gottesschild, Kings, noch ein Gottesschild und ein Heal hätte ich. Also heile ich erstmal dich. So. Soll ich denn den beiden, also hier die Light Warden und die Wächterin, ja, gebe ich mal Gottesschild, ja, beiden, zur Sicherheit. Ne? So. Warte mal, wenn ich jetzt Kings... Soll ich einen von beiden auch noch Kings geben, oder? Ja, könntest du Light Warden Kings geben, aber das ein bisschen aufgeteilt ist, falls jetzt auf die Idee kommt, die umzubringen. Mhm. So, und dann spiele ich noch einen kleinen und lass meine auf dem Board, falls er wieder seine Bomben wirft. Jetzt kommt Massenassassin. Kommt nicht, gut. Nee, dann hätten wir, glaube ich, gewonnen. Gerade so. Das wäre dann der erste richtige Sieg gegen den Boss. Nice. Boah, ich hätte noch ein bisschen 20 Schaden übrig gehabt. Mensch, das ging ja doch relativ schnell. Also diesen einen Sieg zusammen. Ja. Jo, dann sag ich mal danke. Ich hätte zwar gedacht, dass da irgendwie noch was kommt, aber haben sie sich nicht so ganz Mühe gegeben. Kein Pack gewonnen jetzt hier. Nicht? Also ich habe vorhin, wo ich das erste Mal verloren habe, gegen den, habe ich direkt das Pack gekriegt, also bei dem Unentschieden, ja, vielleicht quasi. Vielleicht kriegt man das nicht, wenn man das mit jemandem explizit zusammenspielt. Ach so, ja, wahrscheinlich, ja. Ach ja, siehst du, das ist ja auch bei Duellen ja auch so gewesen. Da ist ja auch Einschränkung. Ja, und spiele ich das jetzt nochmal einmal mit irgendwelchen random Leuten zusammen. Ja, ich bin dann auch mal raus, weil ich noch ein paar Filme drehen muss. Schönen Abend dann noch, ne? Und danke nochmal. Ciao. Tschüss. Disconnected. Achso, ja, hätte ich fast vergessen. Wir müssen uns ja dann auch noch das Pack angucken. Das ist natürlich super. Gleich nochmal einen Druck machen, denn Jaraxxus ist, glaube ich, die einzige Classic Legendary, die mir noch fehlt. Da muss ich gleich nochmal fix in meine Datei reingucken. Geil.
Wir haben Jiraxxus, you face Jiraxxus, you face Jiraxxus. Eredolor of the Burning Legion. Wo ist er denn, der Gute? Schwumm! Oh yeah! So, und jetzt fehlt nur noch mal Garnes und dann hätte ich auch alle Hexer Legendaries zusammen. Sekunde. Geht. Lass mich mal kurz gucken. Allgemein. Oh ne, mir fehlen sogar 5 Classic Legendaries. Das müssen wir fix nochmal nachgucken. Legendär. Und da schalten wir dann auf Classic. Und dann auf Herstellen. Den habe ich. Hunter habe ich. Achso, da habe ich die normale nicht. Der zählt dann als eine legendäre Karte, die ich nicht habe. Denn ja, Antonidas, den habe ich leider schon 2-mal entzaubert, warum auch immer. Boah, Vordring habe ich. Velen habe ich. Ach ja, Edwin und Cleave, den habe ich auch vor Ewigkeiten mal entzaubert. Auch total bescheuert. Ja, Alakir Windlord, den habe ich noch nicht gehabt nochmal. Den Golden hatte ich mir gecraftet. Ja, den habe ich jetzt Jiraxxus endlich gekriegt. Supidupi. Ja, Grumash Hellenschrei. Super, den habe ich, glaube ich, mir Gold hergestellt und dann irgendwann, ich glaube, 2-3 Wochen später als normal im Pack gehabt. Ja gut, dann machen wir mal den restlichen Staub hier noch zu Staub. Den restlichen Staub zu Staub, das ist auch ein Deutsch, ne? Ja. Okay, ja, und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Das war ja mal wieder jetzt ein längeres Kartenchaos-Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!